Guten Morgen. Diese Kerze ist zwar nur eine Funzel, aber doch reicht sie aus, dass Frau Ginger und ich nicht völlig von der Dunkelheit verschluckt werden und ist unseres Fußes und unserer Pfote Leuchte, um es biblisch zu sagen. Um Licht, das nicht verlischt, darum geht es heute beim Chanukka-Fest, das heute Abend mit Sonnenuntergang beginnt. Da stellen Jüdinnen und Juden am Abend den achtarmigen Chanukka-Leuchter entweder neben ihre Haustür oder ins Fenster und zünden die erste von 8 Kerzen an. Und Chanukka dauert 8 Tage, also jeden Abend eine weitere Kerze. Chanukka und Weihnachten liegen nah beieinander und wie ihr merkt, spielt bei beiden Licht und Kerzenentzünden eine große Rolle. Geht auf die Geschichte zurück, dass es war die Zeit, als Judäa unter hellenistischer Herrschaft stand und die Besatzer hatten ihre Götterstatuen in den Jerusalemer Tempel gestellt und Juden und Jüdinnen waren unterdrückt, konnten ihren Glauben nicht ausleben. Aber es gelang der Aufstand, der berühmte Makkabäer-Aufstand unter Judas Makkabäus. Viele kennen das Oratorium von Georg Friedrich Händel dazu, aus dem Tochter Zion unter anderem stand das Lied. Genau, also sie schafften es, die Besatzer zu vertreiben und den Tempel wieder einzuweihen. Aber es fand sich für den achtarmigen Leuchter nur, nein, es fand sich für den Leuchter nur noch ein Fass Öl. Und der Leuchter sollte aber 8 Tage lang brennen während der Einweihung. Wundersamerweise reichte das Öl diese ganzen 8 Tage lang. Und das ist die Geschichte, die zu Chanukka gehört. Und darum gibt es auch heute viel in Öl gebratenes, also Krapfen und Kartoffelpuffer gehören zu Chanukka dazu. Licht ist nicht verlischt, das ist ein starkes Symbol und wenn ich am Schreibtisch sitze und eine Erleuchtung brauche, dann zünde ich mir immer gerne eine Kerze an. Mein Lied dazu, aus dem Musical Jentl, ein Gebet. Gott, oh Gott, may the light of this flickering candle illuminate the night away, your spirit illuminates my soul. Barbara Streisand möge mir vergeben für diese Interpretation ihres Liedes. Allen Jüdinnen und Juden ein gesegnetes Chanukka-Fest und euch einen leuchtenden Tag. Und hier kommt die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht.